Hi und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal zu einem neuen YouTube-Video von uns. Was machen wir heute? Wir tun heute ein Vlog machen, wie wir Rasen mähen, weil wir haben das eigentlich noch gar nie gezeigt euch, wie wir ganz einfach mit dem Rasenmäher diese ganze Rasenfläche mähen und da wollen wir euch einfach mitnehmen. Das heißt, genau, entspannt euch und wir zeigen euch jetzt, wie wir mähen. Wir nehmen das Auto jetzt an den Rasen ran, weil wir müssen das ganze Schnittgut aufsammeln und dann entsorgen, weil wir können das nicht hier ablagern und aufsammeln sollten wir es auch. Deshalb tue ich jetzt das Auto an den Rasen. Jetzt geht's los in den Rückwärtsgang und an den Rasen ran, dass wir hier nicht über den ganzen Hof das Rasenschnittgut tragen müssen. Nicht auf den Rasen, sondern an den Rasen. Wurde jetzt hier hinter uns geparkt und hier können wir dann nachher den Rasenschnitt reinmachen und ihn dann nachher zur Biogasanlage bringen. Hier sieht man die Höhe, mit der wir mähen. Wir mähen jetzt mit 3 cm, wir gehen ein bisschen runter, dass wir so wirklich auf 3 sind. Hier hinten drehe ich das hier runter, hier hinten. Da kann man es runterdrehen, dass wir bei 3 sind. Warum 3 cm? Weil ja, es doch noch ein bisschen trocken ist und nicht so das Wetter dafür, dass man ohne Wässern durchkommen könnte mit einem niedrigen Rasen, dann sind wir bei 3 cm momentan. Und let's go. Man muss beim Spindelmäher vor allem sehr, sehr aufpassen mit Steinen. Wenn die eh so groß sind, dann sollte man da nicht drüber fahren. Die sollte man wegmachen, vor allem wenn man hier Steine daneben hat, weil das können die Spindel kaputt machen. Und wenn wir gerade hier eh sind, dann schauen wir uns mal das Schnittgut ein bisschen an. Das sieht echt klasse aus. Also wird schön abgeschnitten, so muss es sein. Am Anfang haben wir mit unserem Muschel da hinten angefangen und haben jetzt einmal am ganzen Rasen entlang die Kante gemacht. So, und jetzt kommen wir zum komplizierten Teil. Jetzt geht es nämlich zwischen die Bäume rein, hier hinten rum, da nehmen wir euch auch mit. Das ist immer so ein bisschen das, was länger braucht, weil es eher kleinere Teile sind. Ist voll, kann man hier sehen. Jetzt laufen wir mal rüber zum Auto und werfen dort jetzt das Gras rein, denn der Fangkorb ist voll und dann müssen wir den jetzt leeren. Was man nicht alles vergisst, die Schubkarre, damit wir nicht jedes Mal von hier hinten bis nach da vorne zum Auto laufen müssen für den Schnitt. Deshalb holen wir jetzt die Schubkarre, damit wir hier das einfach jedes Mal schön reinmachen können und uns diese Meter hier sparen. Hier ist jetzt die Schubkarre leer und die fahren wir jetzt rüber, damit wir nicht immer laufen müssen. Yeah.
Fläche und da stellen wir euch jetzt auf Stativ und zeigen euch den Zeitraffer, wie das Ganze hier fertig ist und dann bin ich innerhalb von wenigen Minuten hier durch. Am Ende von unserem YouTube-Video. Wir haben jetzt sehr lange dafür schon gebraucht. Das muss man echt sagen, wir haben da Mühe reingesteckt. Wir haben aber nur die Fläche gemacht. Die andere Fläche machen wir auf jeden Fall nachher. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen kleinen Eindruck und die Geräuschkulisse wird jetzt auch immer lauter. Genau, und wenn ihr trotzdem immer mal wieder Einblicke haben wollt, wie wir hier den Rasen mähen, dann schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, Instagram und Facebook. Wie immer alles unten in der Beschreibung verlinkt. Da kommt auch immer regelmäßig neue Videos und Sachen. Und jetzt hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Gebt dann einen Daumen hoch, abonniert und bis zum nächsten Video. Ciao. Auf der Biogasanlage angekommen, laden wir jetzt noch ganz kurz den Grasschnitt aus. Und dann sind wir für heute aber auch schon fertig.